Let's play Halo 4 mit eurer Genie. Ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Halo 4 Let's Play Singleplayer. Und ich sehe gerade, wir müssen jetzt da drüben hinrennen. Und irgendwie höre ich meinen Ton nicht. Ah, jetzt. Na, gut, ich habe jetzt gerade mein Headset ausgehabt. Ich mag das immer so geil, wenn der springt. Mal 10 Kilometer springen. So. Ja, komm, geh auf. Hallo? Jetzt. Druckausgleich erstmal gemacht. Wow. Gehen wir hier rechts rum. Nein, ich habe keine Granaten mehr. Na komm. Lauf du, Bob. Ah, Hilfe. Ach, ich muss da unten hin. Ja, toll. Ich mache mir gerade übelst die Mühe, dass ich hier hochkomme. Nee, nee, nee. Wir sind fast da. Die Kleinen machen sich gar keinen Kopf mehr, dass hier die Welt untergeht. Ich finde das genial. Jetzt mal nachladen hier und weiter geht's. Wow! Halt dich fest! Festhalten. Halt dich doch fest, du Bob! Oh wei. Sind die im Gravitationstrichter gefangen? Findest du die Rettungskapsel? Negativ! Achtung! Alter Falter, hier geht's ja ab hier. Puff. Ja, damit würde ich sagen, willkommen zu Halo 4. Yay, 10 Gamer Points freigeschalten. Sehr cool. Da liegt unser Master Chief. Ein paar Kratzer hat er im Gesicht, aber ansonsten sieht er ganz gut aus. Wo sind wir? Überprüfe Aufprallkoordinaten. Du hast für uns deine Familie aufgegeben, deine Kindheit, deine Zukunft. Cortana. Tut mir leid. Der Absturz. Bin okay. Schon vor dem Verlassen der Dawn stimmte irgendwas nicht. Chief, wirklich. Mir geht es gut. Cortana. Ich wurde vor 8 Jahren in Betrieb genommen. 8 Jahre. KIs degenerieren nach 7, Chief. Halsey. Chief. Wir müssen Halsey finden. Chief, bitte. Sie hat dich erschaffen und kann dich reparieren. Vom Wahnsinn gibt es kein Zurück, Chief. Wenn wir es zurück zur Erde schaffen und Halsey finden, biegt sie das hin. Versprechen Sie einer Lady nichts, was Sie nicht halten können. Wir müssen los. So,
Auf geht's. Nicht so, als sei es der Allianz besser ergangen. Wie viele Schiffe haben es durch die Decke geschafft? So einige. Warum? Wir müssen immer noch nach Hause. Immer schön ein bisschen außenrum, nicht durch die Mitte. Hinter mir. Oh. Jo, dann mal gucken. Hier sieht ja alles schön zerstört aus. Da unten können wir nicht lang. Gehen wir hier oben schauen, ob wir vorne lang können. Nee. Da hinten ist eine Spalte, die uns durch die Felsen führen sollte. Das ist der Wegpunkt auf ihrem Hut. Also doch hier unten? Okay. Ja gut, ich habe gesagt, es ist... Ach, hier rechts. Okay, da geht's noch lang. Das habe ich nicht gesehen. Seht ihr mal. Ich empfange eine schwache Übertragung im Hochfrequenzbereich. Allianz? Glaube ich nicht. Ist ein anderes Muster. Versuche, die Position anzupeilen. Also schön wachsam bleiben. Wow. Das sieht cool aus. Muss ich jetzt hier runterspringen? Ja, ne? Sterbe ich da nicht, wenn ich da runterspringe? Wir springen einfach mal. Okay. Okay, das war nicht so gewollt. Ach, hier links kann ich ja lang, okay. Ja, aber man müsste einfach mal vorher schauen, ne? Bevor man da hier so einfach runterspringt. Warthogs, sogar noch in einem Stück? Auf ihre Glückssträhne ist Verlass. Okay, dann fahren wir mal schön mit dem Auto. Ja, hallo? Steig mal aus. Muss in Fahrerseite einsteigen, du Bob. Hier musst du einsteigen. Yay! Okay, ich muss auf jeden Fall schauen. Wegen meines Leidens. Weil die Steuerung ist gar nicht so einfach. Du musst halt mit... Mit den, also mit rechts und links halt so steuern. Möglicherweise könnte. Kann ich vorne lang? Nee, doch. So viel ich weiß, bin ich die einzige KI, die je aus lebendem Gewebe erschaffen wurde. Dr. Halseys Klon, um genau zu sein. Vielleicht lässt sich mein neuronales Netzwerk unter gleichen Bedingungen neu kompilieren. Das bedeutet, dass wir Halsey finden müssen. Viel zu kompliziertes Steuern mit den Fahren. Aber ich will das jetzt auch nicht umändern, weil das ist Blödsinn. Weil das ist wirklich so komisch gemacht. Halt normalerweise mit dem linken Controller, aber hier gibt man mit dem linken Controller nur Gas. Und macht halt mit dem rechten Controller Lenken. Naja. Wie so einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Go! Chief, da ist wieder dieses seltsame Signal. Diesmal noch deutlicher. Okay, jetzt müssen wir ja ganz in der Nähe sein. Ich bin vor allem ziemlich neugierig. Es verhält sich merkwürdig. Wäh. So. Feinde! Kann ich nicht abschießen? Nee. Ah, ich bin dumm. Ich hätte ja mal... Ich gehe mal hier ein bisschen vor. Lass mal ein bisschen vorfahren hier. So, und jetzt hinten einsteigen und schießen.
Nein, so weit runter komme ich nicht. Okay. Mein Aiming ist ja so scheiße. Hier hinten ist noch eins. Kann ich nicht ranzoomen irgendwie? Nee, schade. Stirb. Der will nicht sterben. Jetzt. Ist jetzt tot? Ja. Okay, das war's theoretisch. Jetzt kann ich wieder vorne einsteigen und weiterfahren. Kann man nämlich nur sparen. Ja, genau. Ich kann nicht mit dem Auto fahren, ohne Scheiß. Die Steuerung, die ist zum Kotzen. Nee. Da kann ich nicht lang. Ich kann höchstens... Oh, das war ein schweres Geschoss. Hier vorne versuchen lang zu fahren. Schnell weg. Weg. Spring doch. Ja, genau. Schmeiß erstmal eine Granate hier rüber, du Bob, Alter. Kann ich auch. Stirb! Jetzt. So. Wenn wir eines der Allianzschiffe kapern wollen, müssen wir erst herausfinden, wo sie landen. So. Ich schätze mal, du hast dafür keinen Plan. Wir könnten sie einfach nett fragen. Fragen ist nicht gerade meine Stärke. Na, wie oft will Pokéchucks noch anfangen mit Battlefield, sag ich schon. Mit Halo spielen. What the f... Ja, ich bin natürlich genau in die Granate reingelaufen, ich Depp. Sollte man nicht tun. Ich würde es euch zumindest nicht empfehlen, das auch so zu machen. Alle tot? Sieht fast so aus, wa? Boah, vor mir stand ja auch einer. Verstecken, verstecken, verstecken. So. Okay, die laufen jetzt hier rechts lang. Immer die scheiß Scharfschützen, Alter. Hä? Hier unten sprang da auch gerade einer rum. Ich will wieder eine ordentliche Waffe haben, Alter. Das geht ja mal gar nicht klar. Nee. Nehmen wir das. Ich schmeiße hier irgendwie die ganze Zeit sinnlos Granaten. Ist auch geil, oder? So.